Ich schreibe mal mit so einem Gruppenchannel, ob jemand online kommen kann. Ein Cop? In eine Theoriegruppe oder was? Ja. WhatsApp. Läuft bei euch, wir haben eine Ausbildergruppe, was ist das an? Ups. Ups, ja. Da hab ich aus, als sind wir dann gemoved. Ja, ja. Toyota? Ja, ja. Ich hab dich übrigens aus Versehen gerade gemoved. Okay, nee, ich hab's nicht mitbekommen, weil, wie gesagt, war gerade im RP wieder drin. War schon wieder dasselbe, was mich über den Zechen prellen wollte. Den darfst du sein Fahrzeug beschlagnahmen, ne? Das weiß er. Oder Polizei holen. Nee, die Polizei war dann eh da und dann ist er wieder mit einer Panne schon wieder vor Gericht gestanden, also das dritte Mal, ne? Und da ist er gerade mit einer Pistole von einem anderen Zivilisten angehalten worden. Und so, ne? Hat er gesagt, soll ich sie reparieren? Sag ich, nee, bevor das nicht bezahlt wird, mache ich da gar nichts mehr. Ne? Kannst ihn auch gleich auf die Blacklist draufsetzen, wenn dir so einer dumm kommt oder so, dann auch noch. Oh, das ist ja fies. Dann kommt nie wieder ein THW vorbei. Dem dann nicht, ne. Siehst du mit der Blacklist, wo kann ich denn die auffinden? Wir haben oben, wo waren das Zentrale? Ich sehe ja da, wo die Besprechung eine, ist, da oben. Richtiges Aufstellen einer Straßensperre. Ihr macht das über Dropbox? Ich weiß nicht, wer das bei uns macht. Ich glaube, General macht das bei uns. Warum macht denn das über Dropbox? Keine Ahnung, frag mich nicht. Und nicht über Google Docs? Funktioniert, sagen wir so. Stört mich nicht. Oh, jetzt räume ich mal Sophia auf hier hinten, Alter. Ja, haben wir vorhin Sophia eingenommen. Echt? Habt ihr's? Ja. Ich bin von Mann Holle. Ich hab gerade in der Drohne rumgefummelt und wurde von hinten abgeknallt. Ja, wir hatten auch, wo waren das? Sophia hat man noch irgendwie zwei Drohnenkoffer oder wie sich das schimpft gefunden. Ja, Drohnen. Dürft ihr aber nicht nehmen. Ja. Ich glaube, das haben sie auch nicht eingesammelt. Ja, wäre schlecht, weil es Copy-Equipment ist. Ist E-Equipment. Ja. Wäre schlecht, wenn man das einsammelt. Ja. Bei euch so wie für uns. So, sprich, ich darf es ja nehmen. Ja. Aber du darfst es nie verlieren. Nee, also sprich, sobald du das aufbaust, also sprich, das ist ja der Drohne da hinten drin, dann verschwindet ja der Rucksack. Ja. Dann ist er halt auf dem Boden. Dann kannst du deinen alten Rucksack aufheben. Also ich schlepp die Drohne meistens nicht so mit. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, mache ich sie kaputt, weil ich den Rucksack nicht brauche. Einfach direkt damit, buff, auf dem Boden, fertig. Und was habt ihr dann gemacht mit Sophie? Eigentlich nichts weiter. Wir haben sämtliche Koffer aufgesammelt und das war's. Wir haben geschaut, ob irgendwo noch Häuser verkauft sind, um die aufzubrechen, aber... Also ich habe zwei oder drei Stück gefunden. Ja? Ja, neben der Tankstelle. Wurde ja auch gekillt. Ach, ich war nicht mal 2 Minuten an und habe schon einen getötet gehabt. Das war auch schön. Ja, wir waren gerade mitten in der Einweisung, dann hieß es, ja, Rick, wo ist denn die Zivilschutz-Sirene und die Flagge? Gute Frage. Hat man nicht so oft. Da oben vor allem nicht. Warum habt ihr denn da oben gemacht und nicht Kavala oder so? Weiß nicht. Ich bin dann erst so dazugestoßen, ich hab da nicht gefragt. Hättet ihr viel mehr mitmachen können? Boah. Für den Marktplatz, alle, die auf dem Marktplatz kommen, alle ausrauben. Da oben hast du aber denn dafür die Schwarzbrennerei und so. Und kannst da oben alles, was so hochfährt, eigentlich abriegeln. Die gesamte Inselhälfte. Habt ihr das von der Flagge her eingenommen oder habt ihr alle abgeknallt, alle Cops?
Die haben sich irgendwann zurückgezogen, dann aufgegeben, haben denen die Meldung rausgegeben, dass es jetzt an die, ja, freigegeben ist für die Rebellen. Zivilisten, das doch bitte meiden sollen, dahin zu gehen. Feiglinge. Alter. Alter, wäre ich nicht so früh gestorben, weil wir haben erst gedacht, ihr kommt nicht, ne? Weil da kam nichts, als wir dieses Ding ausgelöst haben. Da war einfach nichts in der Umgebung. Dann ist da so ein Hunter gekommen mit 5 Leuten, ey. Und dann knallt mich Van Holler ab. So dreckig von hinten. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich nicht getroffen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich getötet hatte. Keine Ahnung. Weißt du, Dann war auf. das war die zweite Aktion von euch, ey, die ich heute richtig dreckig fand. Die erste Aktion, bin ich von Bene weggeknallt worden. Der Saku-Angriff. Da war ich noch nicht un. 1,3 Kilometer habe ich mit der LLR gelegen. Und schieße. Treffe nicht, schieß drüber, gut. Zieh ich noch ein Stückchen runter. Schieß drunter, gut, mal wieder ein Stückchen hoch, wieder drüber. Alter. Und dann bewegt der Penner sich, da guckt sein Kumpel aus dem Haus raus und gibt mir einen One-Tap direkt ins Gesicht. Und ich bin tot. Das hätte mein 8. oder mein 9. Abschuss werden können mit der M320. Ja. Vorhin 1,2 und 1,4 Kilometer. Glaube, ich habe jetzt in den über 1000 Stunden, wo ich Arma 3 spiele, beziehungsweise alt ist, habe ich erst 5 Leute oder so gekillt. Das ist eine gute Statistik. Bloß weil ich nicht schieße. Das ist zweit. Ich habe 2206, glaube ich. Mittlerweile. Jetzt mal ein Zivilfahrzeug hier. Wir haben Ja, Punkte. 2208 habe ich. Boah, wie viele defekte Fahrzeuge gerade in Kavala sind, ne? Doch top, ist doch alles Geld, Don. Du hast jetzt zwei Einnahmequellen. Ach Wachtmeister, was? alleine schon 15.000. Du, ich mach mal nichts aus dem Geld. Ich kann's gerne den Server überweisen. Na, kannst einen armen Polizeileutnant. Kannst einen armen Polizeileutnant geben. Weiß noch nicht. Wie was? Dem, was ich letztens gesehen habe und der nicht mehr im Dienst ist, oder wie? Der war so arm, dass er eine 3-Millionen-Rechnung ausstellen wollte an den Zivilisten. Nee, die wollte ich nicht ausstellen. Nee, das warst ja nicht du. Das war wer anders. Er war also so ein Praktikant, aber den habe ich je seit dem Vorfall nicht mehr gesehen, weil den habe ich natürlich als Zivilist habe ich den eben kontrolliert dann, weil ich hier mir alles erklärt habe, bevor ich offline gegangen bin in der Nacht. Und ja, sobald ich offline war, hat er seine Scheiße aufgebaut. Nur blöd, dass ich als Zivilist auch gerne spioniere, ne? Blöde Angewohnheit als Direktor halt. Dann direkt gesehen oder was? Ja, das ist so, wenn einer mit dem Dudelsack schon davor hin und her spielt, Was ne? Dudelsack? Und ja, Dudelsack-Musik hat er durchs Voice reingespielt und so. Und da waren ja noch mehr Vorfälle. Ich bin ja schon zweimal angesprochen worden in der Schicht, dass der eben irgendwie nicht ganz koscher ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal Zivilkontrolle. Hat sich dann eben positiv für das rausgestellt dann. Und hast du es gemeldet? Ja, den gibt's nicht mehr, soweit ich es gesehen habe. Seitdem habe ich den nicht mehr online gesehen. Ja, wie hieß denn der? Boah, müsste ich auf die Videos gucken. Könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen. Also nee, die Videos habe ich auch schon gelöscht. Stimmt ja. Haben heute übrigens 3 neue bekommen. Echt? Nett, nett. Einer wurde, glaube ich, abgelehnt. Ein Anwärter, 2 Praktikanten. Oh, Praktikanten, ich sag dir. Nee. Nee, alles unter 18, nee. Oh, da fummelt jemand an der Ausbildung Häuserkampf rum. Ausbildung Fahnenprüfung.
Trotzdem auch einen aufgenommenen Praktikanten, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, ob es ein Praktikant ist. Von der Stimme ja schon, Alter. Der kaut dir ein Ohr ab. Der redet ohne Unterbrechung. Wie heißt denn der? Weiß es nicht. Das war mir schon so stressig. Da wollte ich mir nicht mal den Namen merken. Dann auch irgendwann hoch in den zivilen Channel, weil es mir zu anstrengend wurde. Aber solche Leute hasse ich, die dann ununterbrochen laden. Aber Rick, die ganzen Fahrzeuge, was wir eigentlich als Kopf beschlagen haben, die könnten wir alle beim THW abliefern, ne? Die werden dann wirklich gebührenpflichtig einbehalten, bis dass die abgeholt werden. Also, die das habe ich als Cop ehrlich gesagt nicht gewusst. Die sind dann, also sprich, die sind dann wirklich da in deren Garage oder was? Genau, die werden eiskalt in die Garage vom THW reingeholt, ne? Und sobald dann er kommt, okay, sagt er, mag das mein Fahrzeug wieder haben, muss er eine Gebühr einzahlen und dann kriegt er sein Fahrzeug wieder zurück. Und wir müssen das echt bei der Polizei ein bisschen mehr ansprechen, ne? Weil wenn wir ein Fahrzeug entziehen, theoretisch machen wir das nicht wirklich. Ach, du meinst das Beschlagnahmen? Genau, ja, also da müssen wir eigentlich in THW Bescheid sagen, dass da eben ein paar Fahrzeuge wieder bei uns stehen, dass die das abholen oder so. Alter, ey Nick, was nimmt ihr mittlerweile eigentlich für ein Chip-Tuning? Ja. Für einen Sport? Ja, nennt sich halt Sport-Chip-Tuning. Kommt das, das, wie viel Geld? 450.000. Was? Achso, ja. Naja, das ist ich hab mal da extra den Zettel ausgedrückt. Ja, auch wenigstens teurer sein, weißt du? Ihr bezahlt im Grunde 150.000 kostet das. Oh Gott. Warum sollte denn das Legale billiger sein als das Illegale? Weil das sonst nur noch Illegale unterwegs ist. Ja, dann müsst ihr darauf achten. Ja, aber die holen wir ja raus aus dem Verkehr. Darauf achten als Polizisten. Alter. Mal Verkehrskontrollen durchführen, richtige Checkpoints, dann müsst ihr die ganzen Illegalen rausziehen. Scheiß SUV fest, ey. Ich habe 1,6 Kilometer zu gehen. Warum nicht zu gehen? Ich habe einen SUV-Festhänger. Mein Taru steht so weit weg. LKW. Ja, moin, moin. Was machen Sie mit meinem LKW hier? Ah, ich guck da gerade hier, weil der hier abgestellt worden ist, unwidrig. Den muss man natürlich wegmachen. Ist doch meiner. Hier, Nummernschild. Nee, der ist auf dem Herrn Walter Röhrig, ist da eingeschrieben. Ja, wissen Sie meinen Namen? Ich bin Walter Röhrig. Dann zeigen Sie mal bitte den Ausweis. Den habe ich nicht dabei. Nee, das kann ich dann nicht zumuten lassen, ne? Okay, ich zeige Ihnen mal meinen Ausweis. War nur, ob Sie Ihre Arbeit auch gut machen, ne? Ah, okay, okay. Ja, aber wie gesagt, ist ja nicht Ihr Fahrzeug. Da waren Teststops als THW hier nur. Ah, okay, okay, okay. Von Fahrzeugen, ja, verstehe, ne? Verstehe, eindeutig. Wie laden Sie jetzt den LKW auf? Den LKW auf? Das würde ich jetzt mal dann sehen. Nee, nee, der wird jetzt dann per Luftpost abgeholt, sozusagen. Dann holt sich dann nachher ein Kollege. Okay. Ja, keine Sorge. Das geht ja, das passt ja nicht, wenn ich das gerade mal hier außen messe. Nee. 4, 5, 6. Nee, passt nicht. Von der Meterzahl her. Einen schönen Tag noch. Wie ist denn eigentlich Ihr Name? Mein Name. Bitteschön. Mein Ausweis. Ah, okay. Alles klar, dann schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, früher haben wir mit Karts zum Beispiel Tankstellenüberfälle gemacht. War so 7, 8 Leute mit dem Kart zur Tankstelle. Wenn die Cops fahren, da waren, einfach abhauen. Die sind dann so verwirrt. Ach, das haben wir damals mal ein Kartrennen gemacht. Auf einem anderen Server. Von Airfield aus bis nach Kavala. Wer am längsten überlebt hat und wer am meisten Bullen überfahren hat, hat gewonnen. Schönen guten Tag. Guten Tag.
Sind das Ihre Fahrzeuge? Ja. Yep. Gehört alles dort. Okay. Alle Fahrzeuge? Okay. Ja, ich sehe gerade mal durch. Mensch. Na, wie geht's Ihnen denn? Ja, ganz gut. Also mir sind so viele Fahrzeuge gemeldet worden, dass hier schon länger stehen. Die werden mir natürlich schon auf dem Navi angezeigt. Ja, wir müssen halt wieder schwer arbeiten. Und bei der Hitze, die halt wieder war, immer die LKWs ja voll gesammelt haben. Das ist ja irre, ja. Oh, okay, das verstehe ich. Naja, muss ich mal der Gemeinde Bescheid sagen, dass die Kameras empfindlicher, die Empfindlichkeit ein bisschen zu empfindlich ist, ne? Dass die gleich anschlagen auf die Fahrzeuge. Sind Sie jetzt extra bisher hergefahren? Nee, nee, das ist ganz Kontrollroute, weil die Polizei hat mich auch gerufen, dass ich mal Kavala gucken soll. Naja. Ja, mal ein bisschen durchgucken. Ich gehe gerade hier auf meinen Kalender, weil ich gerade mein Handy in der Hand habe. Hier ist eigentlich wieder eine Spende fällig von THW. Ah, okay, da okay. Wieder spenden, ja. Ja, ja. Da könnt ihr mal so ein Notizblock rausholen und da schreiben Sie mal 150.000 drauf. Und dann ist es. Oha, da ich meine, das finde ich aber nett von Ihnen. Spende. Ja, ja, ich muss öfters mal spenden, weil... Ah, dass Sie mal wissen, wer ich überhaupt bin, also mein Ausweis hier, ne? Oh, super, ja. Okay, super. Na, ich bin noch nicht so lange jetzt bei der THW, aber bin ja gerne dabei, sag ich mal. Ja, kein Problem, da können Sie auch gerne gucken, ja. Wollen Sie, dann machen wir das gleich ein bisschen freundlicher. Ah, okay, da weiß ich wenigstens auch, wie ich das aufstellen muss. Ja, okay, ich nehme auch also mal hier mein Schutzarbeiter. Ah, da sieht man dann mal das Gesicht. Ja, wegen Sonnenbrand hatte ich das drauf, sonst kriegt man ja immer so rote Lippen und alles, ja. Naja, ich sitze den ganzen Tag im LKW, da passiert mir das nicht so. Ja, genau. Ja, ja. Da könnt ihr mir so ein Ticket, so ein Ding ausstellen, hier so ein Spendenquittung und dann... Ich werde es mal versuchen, ob das überhaupt so ein hoher Betrag funktioniert. Moment. Ja, dürfte eigentlich. Das ist eigentlich bei mir so Standardspende eigentlich. Ah, geht, ja. Links unterschreiben bitte. Ah, perfekt. Super, ja, dann danke ich mal für die Spende. Ja, sicher, sicher, das ist ja kein Problem. Das mache ich gerne. Da muss ich mal den Namen merken. Wenn man sich mal vielleicht über den Weg trifft, ist mal sicher ein Gratis-Service dabei. Oh, das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Das kriege ich ja dann ab und zu mal. Das ist ja kein Problem. Der THW, der ist ja immer relativ nett und flink. Na gut, ich muss eh mal kurz weiter gucken, weil ich habe hier noch mindestens 10 Fahrzeuge angezeigt. Und ja, viel Spaß beim... Dann Tag hier. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei Ihrer Arbeit und passen Sie gut auf sich auf, ne? Dankeschön. Sie auch. Schönen Tag noch. Tschüss.